Ja, da haben wir das Bild. Im Sommer 2019 waren wir als Familie in den Niederlanden, unter anderem in der Stadt Haarlem, nicht weit weg von Amsterdam, in diesem Haus hier. Und in dem Haus wohnt heute niemand mehr. Man sieht es, es dient als Museum. Und in diesem Haus, vielen wird der Name ein Begriff sein, hat einmal die Familie Ten Boom gewohnt. Unten im Haus war das Omaha-Geschäft, das war eine Omaha-Familie. Und diese Familie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen, Menschen zu verstecken. Mal gucken, ob das nächste Bild kommt. Eingeschaltet ist. Jetzt haben wir es hier. Das war der Eingang zu dem Versteck. Sie hatten extra eine Wand eingezogen, knapp neben einer anderen Wand. Und einen Schrank, wo die Rückwand hochgeschoben werden konnte, sodass dort in diesem Versteck sich circa 6 Menschen verstecken konnten. Allerdings dann unter schwierigen Bedingungen, weil es sehr eng war. Das waren vornehmlich Juden, die sie versteckt haben, die eben in dieser Zeit 1944 verfolgt worden sind. Angefangen hat es schon 1942, dass sie dort Menschen aufgenommen haben. In dem Wohnzimmer, das wir auf dem nächsten Bild hier sehen, gab es täglich Andachten für die, die im Haus waren, und Gebet. Es war eine gläubige Familie und es war ihnen am Herzen, dass jeder, der auch in das Haus kommt, was mitnimmt aus dem Wort Gottes und dass er erfährt und lernt, wer Jesus Christus ist. 2 Jahre ging das gut und dann sind sie verraten worden. Es war ja verboten, Juden aufzunehmen, und alle, die dann zu dem Zeitpunkt im Haus angetroffen worden sind, sind verhaftet worden, außer die 6 Personen, die im Versteck waren. Die sind nicht verhaftet worden, die hat man nicht entdeckt. Und die konnten später dann auch fliehen, obwohl das Haus bewacht wurde. Corrie ten Boom, ein Familienmitglied der Familie, die ist dann nach 10 Monaten Haft, verschiedene Haftanstalten, eben am Schluss im KZ, durch einen Schreibfehler aus dem KZ entlassen worden. Die Corrie ten Boom hat bereits mit 5 Jahren schon ihr Leben Jesus übergeben. Und ihr war ziemlich schnell klar, diese Entlassung war kein Zufall. Das hat ihr Gott geschenkt, dass sie freigekommen ist. Und danach war sie dann 33 Jahre unterwegs, um von ihrem Glauben zu berichten und von dem, was sie mit Gott erlebt hat. Und da haben wir dann auch in einem weiteren Raum dieses Bild hier, konnte man sehen, eine Stickerei, ein gesticktes Bild. Soviel ich weiß, hat sie das selber gestickt. Und mit diesem Bild hat sie immer mal wieder Zeugnis gegeben. Ich habe es noch etwas näher. Hier die Rückseite zunächst mal. So hat sie es den Zuhörern dann immer und den Zuschauern zunächst mal gezeigt. Mit der Rückseite, und dann hat sie das ungefähr so kommentiert. Gewährt Gott uns immer, worum wir bitten im Gebet? Nicht immer. Manchmal sagt er nein. Das liegt daran, weil Gott weiß, was wir nicht wissen. Er weiß alles. Wir sehen nur Stückwerk und Durcheinander in unserem Leben. Aber Gott hat einen anderen Blick. Und dann hat sie immer die Vorderseite von dem Bild gezeigt und hat es dann wieder mit der Aussage kommentiert: Wir sehen die falsche Seite. Gott sieht das echte Bild, die ganze Zeit. Eines Tages werden wir das Bild auch von seiner Seite sehen und ihm danken für jedes beantwortete und unbeantwortete Gebet. An der Stelle möchte ich kurz an die Predigt vom letzten Sonntag erinnern. Manche erinnern sich vielleicht, da ging es um Gideon. Israel war stark in Bedrängnis von den Midianitern und Gideon erscheint ein Engel. Gideon bemerkt es zunächst nicht, dass es ein Engel vom Herrn ist. Und der Engel spricht ihn an und will ihn beauftragen, Israel als Führer zu befreien von den Midianitern.
Und die Antwort fand ich in meiner Übersetzung ganz interessant in der NEU und die möchte ich kurz nochmal lesen. Richter 6, Vers 13. Dort sagt er in Richter 6, Vers 13, ach mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Kennst du das auch? Dass du dich im Stich gelassen fühlst von Gott? Dass du das Empfinden hast, er handelt nicht? Da kommt vielleicht Leid oder plötzliches Unglück in unser Leben. Vielleicht beten wir für eine Sache, Tage, Woche, wochenlang, monatelang. Und es verändert sich nichts. Das sind vielleicht Wünsche im Leben und die hast du Gott schon gesagt und sie gehen nicht in Erfüllung. Da funktioniert es vielleicht mit der Schule nicht so, wie du es vorstellst, mit der Ausbildung, mit dem Studium. Es läuft schief, eine Prüfung, die vielleicht nicht bestanden wird. Und du fühlst dich von Gott im Stich gelassen. Ich denke, es gibt schon Lebenssituationen, da kann uns das Vertrauen in den Herrn durchaus abhanden kommen. Ich möchte gerade noch mal die Rückseite zeigen. Das ist das, was wir sehen. Nochmal zur Erinnerung. Wir sehen oft nur ein undurchsichtiges, ein verworrenes Bild, so wie man es hier erkennen kann. Und wir fragen uns dann manchmal sicherlich, wie soll es weitergehen? Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Aber ich möchte allen Mut machen. Wir dürfen darauf vertrauen. Der Herr hat den Blick für unser Leben. Er kennt unser Leben ganz. Von Anfang bis Ende weiß er schon Bescheid. Und ich möchte dazu noch zwei Verse lesen aus Römer 11, Vers 33 und 34. 33 bis 34, Römer 11, Vers 33 bis 34. Wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit, wie abgrundtief seine Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich sind seine Wege. Denn wer hat jemals seine Gedanken erkannt? Wer ist je der Berater des Herrn gewesen? Unser Herr ist der Souveräne. Er ist derjenige, der unser Leben kennt, der das gesamte Bild hat, der weiß, wie er uns zum Ziel führt. Uns fällt es natürlich schwer, in einer aktuellen Situation, die wir nicht verstehen, Ja zu sagen und ihm zu vertrauen. Aber es ist das Schöne, er lässt uns nicht im Stich. Und unser Herr erwartet keine Leistung von uns, keine Pflichterfüllung. Aber eines erwartet er schon von uns, unser absolutes Vertrauen. Dass wir ihm vertrauen, er führt uns den rechten Weg, er bringt uns ans Ziel. Und ich möchte heute Morgen allen Mut machen, die vielleicht in so einer Lebenssituation sind, vielleicht auch bedingt durch die Situation in unserem Land, dass man so wenig Kontakt hat, dass man so wenig Gemeinschaft hat, sich so wenig austauschen kann. Er ist da und er kennt dein Leben ganz genau und er weiß, wie er dich zum Ziel bringt. In Hebräer 10, Vers 35 heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg. Das möchte ich heute Morgen einfach allen sagen, ob jung, ob alt, bleib dran. Auch vielleicht, wenn du frisch im Glauben stehst, dich vor kurzem erst entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Wirf dein Vertrauen nicht weg, auch wenn es gleich mal nicht so läuft, wenn man sich es vorstellt. Er ist da und er kennt deinen Weg.
Und er wird letztendlich unser Leben, das letzte Bild noch, Text ist nicht da, er wird unser Leben im Vertrauen auf ihn einmal belohnen mit dem ewigen Leben. Er wird uns krönen mit dem ewigen Leben. Amen.